So, es ist Mittwoch, der 25. November 2015. Und es ist wieder Banshee-Zeit. Waffentag. Kurz nach 10. Zum Abholen habe ich leider nichts. Aber wir gucken uns mal an, was da so ist. Um hier noch den Charakter zu leveln, beziehungsweise Banshee, und dann die Waffen zu kaufen oder die anderen Dinge hier zu nehmen. So, was haben wir denn da? Wir gucken uns erstmal die Feldtestwaffen an. Und zwar haben wir hier die Soros TSA 10. Und zwar müsst ihr dann Schmerzsiegel da mit Kills machen. Mit diesem, was sind das hier? Automatikgewehr natürlich. So, dann Hacketest A, Impulsgewehr, auch Schmelzziegelkills. Nicht für mich. Das ist das Einzige, was ich mitnehme hier. Gegen die Lex ansetzen mache ich in der Zitadelle auf der Venus. Raketenwerfer auch wieder Schmelztiegel. Und hier Sniper gegen gefallene Captains einsetzen. Ich brauche Gott sei Dank nur diese eine Waffe hier machen, weil dann bin ich endlich Rang 5 bei Banshee mit dem Titan, meinem zweiten Char. So, zudem haben wir noch hier unten die Waffen, geschmiedeten Aufträge. Ist einmal Soros DIS-47, ein legendäres Scout-Gewehr. Ja, Scout-Gewehr. Dann haben wir hier die Omolon Tuonela SR-4, auch ein Scout-Gewehr. Dann haben wir hier die Omolon Kumaka Tok HC4, und zwar diesmal dann eine Handfeuerwaffe. Und hier haben wir eine Omolon Ufern HC4, auch eine Handfeuerwaffe. Und was haben wir hier? Soros PDX 45, ein Impulsgewehr. Okay, also zweimal Scoutgewehr, zweimal Handfeuerwaffe und einmal halt hier das Impulsgewehr. Ja, was man sich dann holt, weiß ich noch nicht genau. Ich gucke mir dann immer bei meinen MMO die Sachen an, was bewertet ist, wofür man das eventuell verwenden könnte. Danach kaufe ich. Meistens kaufe ich nichts, weil ich brauche eigentlich nichts. Aber als Quelle gebe ich dann natürlich noch meinen MMO an. Und zwar dann den Waffentag dort. Ja, das war soweit eigentlich hier alles. Mehr gibt es ja eigentlich nicht zu sehen und zu sagen. Ja, so, jetzt werde ich dann erstmal direkt mal ein paar Wecks abschießen und dann mal Das gucken, was ich werden mit wir Rang nicht 5 kriege. Das vergessen, werde ich aber auch noch Alter. zeigen, aber das mache ich anschließend. Ja, erstmal danke hier und bis gleich. So, endlich Rang 5 für Banshee erreicht. Mal gucken, was ich bekomme mit meinem Titan. Bin schon zur Stelle. So, bin ich mir echt mal gespannt. Vielleicht gibt es ja mal was Gutes. Neue Suche. Okay. Verwünschungssuche. Na toll, die habe ich auch schon. Ja, macht ja nichts. So, welche Waffe habe ich denn da gekriegt? Wiedersehen. Bis bald. So, die haben wir hier gekriegt mit 288. Hera D. Ist die gut? Ich weiß es nicht. Ein Impulsgewehr. Okay, was hat die denn hier? GP offen. Offenes Heckevisier. Verbessert die Waffenhandhabung. LD-Wachhund, Hacke-Bedrohungserfassungstechnik, hebt gefährliche Feinde und Hüter mit geladener Super hervor. Okay, also eine schmelzige Waffe. Die Handhabung dieser Waffe und das Nachladen sind schneller, wenn der Träger der letzte lebende Spieler seines Einsatztrupps ist. Okay. Durch Zielen mit dieser Waffe wird der Wirkbereich erhöht. Endpunkt Schlinge, wechsel Waffen schneller, bewege dich schneller, während du zielst. Handlader, diese Waffe ist auf größere Reichweite auch effektiv. Und dann noch Injektionsguss, nicht Schuss. Erhöhte Stabilität, schnelle Handhabung, reduzierte Reichweite. Okay, die habe ich jetzt gekriegt. Ist für ein Schmelztiegel die Waffe. Also eigentlich brauche ich die nicht. Naja, ich behalte die aber erstmal. Vielleicht spiele ich ja doch irgendwann nochmal Usiris oder sowas oder Ich bin kein Eisenbahner. Aber im Gewissen. Moment aber erstmal nicht. So, was ist denn da eben Unterwegs. irgendwie. Ah, hier, cool. Hier dieses Abzeichen. Hackabzeichen, okay. Wann immer du mich Das kann man brauchst, ja auch nochmal eben Rita. kurz reinnehmen. Irgendwie bin ich komplett überladen. Was kann ich mal Ladehasenmäßig hier? Was kann ich wegmachen? Das ist denn hässlich, das ist hässlich. Dein Name? Erledigt. Hab einen effizienten Tag. So, mittlerweile gibt es nämlich auch noch ein paar Abzeichen. Ich mach die mal eben anders mit rein. So sieht das aus. Erinnert mich irgendwie an die 70er oder 80er. Aber gut. Passt schon. So, das war das, was ich bekommen habe. Rang 5. Verwünschung brauche ich nicht weitermachen. Die Quest eigentlich, die habe ich schon mit dem Jäger erledigt. Danke fürs Zuschauen.